Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Skyrim Anniversary Edition Rollenspiel Let's Play. Wir sind ja Lehrling der Akademie und müssen ja langsam mal uns unsere Kräfte zu eigen machen, ein bisschen trainieren und dann ja können wir so langsam auch so ein Feueratron machen und so beschwören. Kostet leider momentan noch zu viel Mana scheinbar. Also wir müssen ein bisschen leveln und deshalb gehen wir mal Ziegenbraten. Oh, ich habe noch nicht ausgerüstet. So. Okay. Ein Fuß, ein Schneefuß. Yeah, ich bin stärker als ein Schneefuß. Ich bin schon langsam sehr kräftig. So, wunderbar. Ja, macht Spaß. Noch ein Schneefuchs. Geil. Bis wir sterben an einem mega schweren Vieh wieder. Also irgendwie ist Karim durch die Mods so viel schwerer geworden, dass man am Anfang einfach nicht viel killen kann. Aber gut, wir können den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, noch um 2 Stufen runterstellen, falls es wirklich zu heftig wird. Ja. Also, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Ich wollte eigentlich den Berg hoch, aber das dauert ja noch ein bisschen. Wir gehen jetzt einfach mal hier außen herum, um die Akademie. Und schauen mal die Akademie von unten an. Wieso nicht immer von oben oder von der Seite? Nochmal auch von unten. Oh. Ich hab das gar nicht mal gehört. Aber bitte nicht wieder mit Krankheit, gell? Wieso habe ich einen Pfeil im Rücken? Wer hat mich abgeschossen? War es das sie? War das unser Begleit? Ey, du hast mich getroffen, du. Du Weib, du. Du Mannsweib, du. Okay, wir haben aber gar kein Leben verloren. Ist nicht so gesund, wenn die uns trifft. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit Bogenschützen als Begleiter, ey. Eieieieiei. Da lebt man ja wirklich gefährlich. Okay, weil das so gut lief jetzt schon mal. Einfach, ja, uns ein bisschen erinnern. Okay, wir hüpfen ein bisschen geschwollen. Können wir die auch besiegen schon? Das ist ein Horker, aha. Oh, hier ist ein Wrack. Geil. Und hier ist ein Buch. Feuer und Dunkelheit. Einhändig verbessert. Okay. So langsam leveln wir auch. Es ist echt schwer geworden. Ja. Zu leveln, ne? Ein bisschen hardcoreiger geworden. Ja, ich habe ja auch viele Patches und so. Also so ein Patch-Mods noch installiert. So, wie geht das? Kurz. Ja. Aber drehen. So jetzt. Wie geil das Bild ist. Ein schönes Bild. Wir müssen irgendwie weiter oben sein. Das einfach schöner aussieht. Haben wir den Mond noch irgendwo? Geil. So. Ist die richtige Taste, oder? Falsche Taste gewinnen. Das ist die richtige. So, also machen wir wieder Rollenspiel. Ich schleiche, aber ich weiß nicht mehr, wie ich wegschleiche. Wie entschleiche ich mir? Wie mache ich Schleichen wieder weg? Hallo? Eigentlich ist. Doch, es ist die Taste. Aber man muss stehen bleiben, scheinbar. Ich dachte doch, es muss ja die Stricktaste sein. Okay, also machen wir wieder weiter Rollenspiel. Ich wollte jetzt nicht zum Wrack gehen, weil dort wahrscheinlich einfach alles drinnen ist. Ja, es lohnt sich jetzt noch nicht so, wirklich in die Ruinen zu gehen und so. Es gibt leider ein blödes Loot-System, das ich eigentlich schon immer hasse, auch in Oblivion damals schon, dass die Dungeons mitleveln. Ich frage mich immer noch, wer hat das erfunden? Wer ist so blöde und lässt die Dungeons mitleveln? Sind alle auf Level 1, weil man auf Level 1 schon überall reingeht, kurz.
und hat dann nur schlechter Loot am Schluss. Und das, ja, ist ziemlich nervig. Gibt es hier eigentlich nur Wölfe? Das ist auch wieder ein Wolf. Fuck. Meine Güte. Okay, ein Eiswolf in den. Ist ziemlich viel schwerer. Okay. Kannst du auch mal etwas machen? Wo bist du jetzt schon wieder? Okay. Ich hab sie halt ihn erledigt. Sie hat kein Pfeil. Wo ist sie denn? Gut, dort. Also es sieht so aus, als hätte sie ihn erledigt. Oder einfach das Feuer von... Ja. Okay, es ist kein Pfeil drin gewesen. Hm, keine Ahnung. Es tönte nämlich so wie ein... Ah, okay, Hake. Ein Totenhake ist ein guter Hake. Auch wenn die wahrscheinlich vom Aussterben bedroht wäre. Aber der hat jetzt richtig zwei gekillt, okay. Krass sind die stark. So, Eisen. Ja, können wir nehmen. Wir können ein bisschen Eisen formen. Und Spinder meiner hat man. Im eisigen Nordmeer. Wie heißt das? Seelenmeer oder wie das heißt? Hm. Gerade ein bisschen Durst. Ein bisschen sehr Durst. Ich trinke gerade ganz Nektar. Richtig purer Nektar. Ist mega intensiv. Schmeckt nach Mango. Das ist ein Mango-Ding. Und hier haben wir wieder ein paar Schiffe, die segeln. Ich will mal auf eins drauf gehen oder so, aber ich friere gerade hier an den Eisschollen fest. Ich möchte irgendwie das, ja, einfach mal versuchen, mit einem mitzufahren. Ich habe dir nichts gemacht, Hocke. Nur deinen Freunden habe ich leider ein bisschen gelootet. Was muss man hier machen? Ich möchte gerne was erreichen, etwas finden oder sonst was. Aber das Spiel sagt mir gar nichts. Ja, tut mir leid, dass ich hier in der Nähe bin. Ah, also sieht aus wie ein Oblivion-Portal. Also nehmt mich mal mit. Ist da irgendwie jemand drauf? Ich glaube, ich muss mal kurz speichern, sonst trinke ich noch oder so. Jo, da oben haben wir auch noch eine Ruine. Aha, und hier haben wir noch ein Skelett. Okay, hier ist nichts. Hm, also wir kommen jetzt auf dieses Boot. Ah, das geht hier rüber. Hm, wir kommen halt nicht hoch. Ich kann dorthin schwimmen, aber irgendwie nicht hoch. Ich frage mich, ob die irgendwo andocken, dass man irgendwie auf sie warten könnte. Aber die nehmen mich niemals hoch. Ja, komm, das können wir vergessen. Schade. Aber dieses eine Schiff da, das interessiert mich irgendwie. Gehört das zum Spiel oder zu einem Mod? Boah, wir sind ganz im Norden langsam. Ja, wo geht ihr wieder hin? Geht ihr einfach wieder zurück? Nein, es bewegt sich nicht. Sieht es nur so aus. Doch, es bewegt... Nein, es ist das Wasser, was bewegt. Aha, Muschelfleisch, cool. So, was haben wir hier oben noch? Können wir dort drauf? Wahrscheinlich schon, ne? Also da können wir noch drauf. Okay, ich muss die Robbe. So. Gut, oh, den anderen Wolf. Oh, du hast schon zwei Wölfe getötet. Das war doch stark. Muss das sein? Ich wollte sie am Leben lassen. Mann, diese Begleiter. Dafür hat sie einen guten Ring dabei. So, noch ein Wolf erledigt. Cool. Du warst sehr, sehr mutig und kräftig, aber leider
haben wir Begleiter, die dich angreifen. Ja, sie tun als halt als Bösewicht, also als Feinde. Ja, solange sie jemanden angreift, einen Wolf oder so, werden sie ja zu böse. Ja, kann man nichts machen. Ganz viele Wölfe hier gewesen. Okay, die haben wir gelootet. Ja. So, nochmals Eisen, sehr gut. Ja, wir können noch ein bisschen craften nachher, damit wir noch ein paar Level bekommen. Genau. So, hier haben wir eine Höhle. Okay. Der Kompass ist besser, als man so kennt. Also scheinbar ein bisschen moderner. Da ist irgendwo die Höhle auf der anderen Seite. So, einfach mal kurz schauen, wie der heißt. Oh. Das Kühlhaus. Oh, ich habe das Kühlhaus erreicht. Ja, und wo ist mein Fleisch? Greifst du jetzt an? Nein, dass du nicht angreifst. Jarvis, genau. Also. Da haben wir noch einen Wolf. Kommst du? Ja, ja, ich wusste es, kommst nie irgendwo um drüber. Boy. Meine Güte, man sieht die Wölfe manchmal echt nicht. Plötzlich ist hinter uns ein Wolf. So, aber Ding sehen wir noch nicht, oder? Krank oder so. Nö. Okay, gut. Also, wo haben wir denn noch einen Feind? Ja, einfach die Kampfmusik noch. Haben wir irgendwo nochmals eine Höhle? In die Richtung. Okay, gut. Ja, dann gehen wir so langsam wieder irgendwo zurück nach Winterfeste. Oder einfach hier nach Osten. Wäre auch cool. Aber da müssen wir halt schwimmen. Ich bin doch nicht kolderresistent. Ich bin zwar Bretonen, die haben ein bisschen bessere Resistenzen. Aber nicht so extrem besser. Aber ja, man muss trotzdem. Gibt es nicht irgendwo Schlachterfisch oder so? Die kenne ich noch. So. Also, wo ist die Höhle? Oh, hier haben wir noch ein Boot. Septimus Signus Außenposten. Okay. Ja, da ist jemand drin in der Höhle. Okay, wir müssen leider ein bisschen tauchen. Schwimmen hier. Aber gehen wir am besten, ja, kurz mal hier hin. Aber zur Feste hoch gehe ich nicht. Wo ist die? Ist das das? Ja, da oben was. Da. Sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus dort oben. Aber vielleicht finden wir hier noch etwas an den Klippen. Mich hat wirklich noch gar nicht hier aus. So, erstmal, wir sind an Land. Huh. Ah, Eisenader. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so viel Eisen mitnehmen. Naja, komm. Werden wir doch schon finden. Wenn wir doch schon hier genügend haben, dann nehmen wir sie auch mit. Jo. Aber ein schönes Abenteuer hier so in der Kälte. So früh, oder? Das ist. Ja, wir haben noch nicht so viel Zeit gehabt. Das Leveln geht ja doch ein bisschen. Und wird erst später schneller, kräftiger und so. Ja, weil man einfach mehr kämpfen kann. Man jetzt nicht so lange immer kämpfen. Ich habe wenig Mana und die Gegner sind noch ein bisschen zu schnell tot. Das dauert. So. Also gut. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay, hier haben wir irgendwas. Aha. Hier ist eine Statue.
Ist das auch wieder dieser. Ja, wie heißt er schon mal? Talos, genau. Das ist ein Tal. Lol, die Rat ist mega abgehoben. Das ist ein mega Stunt gemacht. Okay, da sind aber viele Ratzen. Und wo sind die hergekommen? Und Ilas Tai? Wieso ist der gestorben? Anratten. Dornherz, Wemeröl, zweimal Eisen durch. Ilas Tais Ring. Knochenmehl, Salz der Meere. Oh. Schuppenschwamm. Rolle der Raserei. Oh, erschreck mich doch nicht so sehr. Die Besänftigung. Aha, sehr interessant. Okay. Oh, der hat die losgelassen. Kannst du sehen, hä? Wasseratmung. Dankeschön. Wacholderbeeren, wieso nicht? Salz, sehr wichtig. Tomatin. Nichts. Nochmals eine Rolle der Besänftigung. Flammkrabbenstiel. Also wahrscheinlich wollte dieser Priester hier ja, die Ratten besänftigen und dann irgendwie im Schrein opfern oder so. Okay, wir können ja mal kurz beten. So. Sonst ist hier nichts mehr. Und Opfergaben möchte ich eigentlich auch gar nicht mitnehmen. Aber es ist ja nicht mein Gott. Und es war auch keine Aufgabe. Gut. Nochmal Eisenerz. Also ja, die Fässer, die sind ja eher nebenbei. Wir brauchen die Sachen. Wir sind noch ganz, ganz jung und frisch. Ja, das Abenteuer kann noch sehr, sehr schwer werden. Ich kann einfach alles mitnehmen, was uns zugesteht. So, kommst du hoch hier? Dann packen wir es mal. Diesen doofen Wolf. Los, los, weiter! Ist der Wolf? Okay, der andere Wolf ist abgehauen. So, Dele. Ja, sie muss dann irgendwann mal. Ah, nein. Sie hat ihn erwischt, okay. Gar nicht gesehen. Also hier hoch möchte ich noch kurz, aber ich habe ein bisschen Angst. Es könnten irgendwelche bösen Kreaturen auf uns lauern. Chisgramors Grab. Okay, Chisgramor. Aha, da ist ein Wolf. Nur diese Ruinen an. Fantastisch. Ja. Okay, fantastisch. Wo ist jetzt der Wolf? Hä? Okay, ich sehe nämlich auch nichts als Feind. Da war gerade ein Wolf, oder was war das? Habt ihr das gesehen? Sind die seitwärts gelaufen? Dort ist der Wolf hin. Okay, der haut jetzt einfach ab. Also wir wollen einfach mal kurz noch reinschauen und gehen wir zum Wolf. Hallo, Chisgramor. Irgendwie jemand hatte mal Chisgramor gesagt. Könnte der Jarl gewesen sein. Chisgramors Bein. Okay, was ist hier? Kannst du noch kurz warten, Wolf? Wo gehst du hin? Sieht nur merkwürdig aus. Also dann wackeln wir ihn ab. Kommst du? Ja, immer schneller. Immer ein bisschen Gas geben. So, du doofer Wolf. Ihr seid einfach zu häufig hier. Prima. So, auch wenn die ein bisschen dicker sind. Wir können sie noch besiegen, bevor sie uns wirklich erwischen. Okay, hier ist irgendwo ein Schiff dann. Und eine Statue.
Okay, nochmal so ein Schrein. Die Wichtigkeit des Wo. Einhändigkeit. Und wir haben bald ein Level. Ich freue mich drüber. Wir sind nur ein bisschen fortgeschrittener. Fackelwürmchenbrust. Kriechranke. Tollkirsche. Eine Stahlstreitaxt. Ziemlich viel wert, aber sie ist halt sehr schwer. Okay, eine Schlange. Der Schlangentöter. Nimm du mal die Axt, ey. Was soll ich nehmen? So, du hast ja auch ziemlich viele Sachen schon. Nein, nicht. Der Eisendolch, Eisenkriegsaxt, genau. Okay, Kriegsaxt. Nein, das ist die eine Waffe, die wir im Notfall einsetzen müssen. Stahldolch, genau, Stahlstreitaxt. Sehr gut. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Wäre es, oder? Ja, okay. Page Shield können wir noch gebrauchen. Geht ihr voran? Ja. Oh, nochmal ein Fuchs. Prima. Jo, erreichen wir noch Level 2, glaube ich. Ja. Also wir haben wirklich noch kein Level, seitdem wir halt nochmals beginnen mussten. Reicht, ja, das geht halt einige Zeit. Skyrim ist ein langes Spiel. Aber dafür auch ein vollgepacktes und schönes. Wie kann ich hier meine Angel nicht benutzen? Was, ein Router? Ein Router nehme ich nicht mit. Nein. Okay, hier ist auch niemand mehr. Schlafen. Für Shelly. Mein Schiff hätte schon vor Wochen ankommen sollen. Ich befürchte das Schlimmste. Ich habe diesen Felsen. Ich habe auf diesem Feld mein Lager aufgeschlagen, da euer Schiff hier vorbeikommen ist. Und bald werden wir hoffentlich wieder beisammen sein. Wenn ihr dies liest, bin ich vermutlich gerade auf der Jagd oder bringe einige Freiwillige mit. Ich werde hier warten, bis ich euch wiedersehe. Mit freundlichen Grüßen, Trios. Okay. Scheinbar ist er aber nicht mehr am Leben, hm? Sehen wir ihn irgendwo? Nö. Ist ja keine Leiche oder so. Doch, doch, ist ein Brustkorb hier. Schade. Er hat sie nie mehr gesehen wieder. Schade, schade. So, also. Aha. Langsam ist es übertrieben mit diesen Wolfsmengen. Oh. Menge, Menge, kleine Wölfchen. So. Ja, werden wir einfach mal in einem Part ein bisschen schmieden, damit wir ein bisschen leveln. Um Schmiedekunst. Und bezaubern gleich direkt mal noch. Jetzt machen wir einfach mal Eisendolch oder so. Schleifen die auch zuerst noch. Ja, und dann werden wir ein bisschen erfahrener. Gut, ich habe ja hier irgendwo ein Schiff gesehen. Das ist in die Richtung noch. Aber ja, das interessiert mich jetzt nicht so. Eher da oben, aber... Ja, sieht nicht so gut. Ich trage gleich aus. Es könnte nämlich alles gefährlich sein, oder? Ah, Korunde. Gut. Also Korunde ist ziemlich... Jo.
Man braucht sie irgendwie für bestimmte Legierungen. Da gibt es Korunder Plattenharnische und so. Könnte auch sein. Aber auf jeden Fall brauchen wir die einfach neben Eisen noch. So, hier haben wir auch noch ein Schiff. Ich hätte gerne etwas zum Erleben, eine Quest oder so. Gehen wir recht weit nach Westen, ja? Weg von der Ecke. Also ich muss unbedingt ein bisschen rennen, wenn ich müde bin. So, haben wir hier irgendwas? Da ist irgendwo ein Boot. Ein Schiff. Sieht immer fast wie ein Boot aus, aber es ist natürlich ein Schiff mit den Segeln. Aha. Hallo. Meow, meow, meow. Sieht süß aus. Also ihr, ich lasse euch hier, gell? Will euch ja nicht irgendwie angreifen, wenn ihr so nett seid. Aha. Hellas Torheit. Okay. Jetzt erstmal hier oben schauen. Wo ist denn Fobo? Wo ist der Fobo hier? Okay. So, aber hier haben wir wenig. Hier haben wir ein Camp zuerst einmal. Aha. Die Bella-Statue. Stehen. Okay, ist niemand hier. Cool, ich habe eine Bella-Statue. Ist ja geil. Okay, der schläft. Ja. Aha. Eine Bärenfalle. Okay, wir klauen jetzt mal ihm alles. Oh, geil. Solange er schläft. Ja. Wer böse ist er? Da würde ich schleichen, damit ich nicht erkannt werde. So, wollen wir mal schön weg, ne? Ihr braucht etwas? Oh nein. Ich brauche nichts. Ich habe ja schon alles. Ja. Okay, der will gar nicht reden. Ja, dann ist er selber schuld. Dann bekommt er seinen Loot auch nicht mehr. Ja, in diesem Spiel kann man schon sehr böse sein. Hä? Ach ja, wir sind junge Abenteurer. Wir brauchen einfach den Loot, was andere einfach besitzen. Wir haben ja noch nichts. Gut. Okay, ah. Können wir kurz hier runter? Boah. Geht ein bisschen zu lange. Ja, ich muss wieder rauf. Da trinke ich aber halt. So langen Atem habe ich jetzt auch nicht. Aber ich sehe gerade nichts. Doch eine Truhe. Ne? Nein, falsche Richtung. So, aber schnell wieder hoch. Wie lange kann man unter Wasser atmen? Und wie lange kann ich? Das ist keine Truhe. Okay, sonst gibt es keine Truhe. Vielleicht dort vorne noch, aber lieber jetzt wieder weggehen. So, dann haben wir. Okay, das Schiff ist in der Nähe. Komm bitte schneller. Könnte sein, dass jetzt wirklich böse Fische kommen. Wie Piranhas. Ich möchte doch hoch. Docke irgendwo an. Kann ich hochgehen? Aktivieren. Oh, man kann hoch. Hallo Hund. Geil. Schön gemacht.
Also, guten Tag. Ihr braucht etwas? Ja, darf ich kurz handeln, ein bisschen mitreißen? Einen Blick drauf. Oh, Perlen. Die sind aber schön aus. Die sind aber klein, ja. So, und wie wir auf dem Schiff ein bisschen nach Osten gehen. Oh, ich würde gerne dort hoch. Seht ihr dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, wir gehen hier wieder runter am besten dann. So weit will ich jetzt auch nicht fahren. Tschüss.